kurz vor dieser Folge nochmal kurz nachgeschaut. Im Rennen der letzten Saison sind praktisch alle mit einem Einstopp-Rennen durchgekommen. Einzig und allein Van Dorn ist ein Zweistopp-Rennen gefahren, er wurde aber auch, glaube ich, Vorletzter. Und alle auch mit gelb und weißen Reifen, also überwiegend. Alle weiß ich jetzt nicht, aber überwiegend auf jeden Fall. Ja, und das kann interessant werden, aber erst einmal. Hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Silverstone. Einzig Hamilton von den Q3-Fahrern ist in Q2 auf den Weißen gewesen. Ich habe es leider nicht gepackt, überhaupt nicht. Das wird dann hoffentlich mit wärmeren Reifen über die Dauer besser, weil der Rückstand war schon immens auf meine Zeit auf den Gelben. Ansonsten fahren alle auf den Gelben los und Hülkenberg gibt es halt keine Ausreden. Ja, der Wagen ist in den Kurven auch schneller geworden, aber allen voran ist der Wagen bedeutend reifenfreundlicher geworden. Also wenn Hülkenberg heute zwei Stops fährt, dann... mich sogar. Bottas hat einen Punkt mitgenommen, naja, hat halt abgeschlossen. Und für Hülkenberg haben wir einen Zählervorsprung, enges Duell. Über 134 Ressourcenpunkte. Keine Ansage. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Mal gucken, ob's... Hey Mick, wie läuft's? Mal gucken, ob's am Ende des Rennens regnet. Stark bewölkt ist es auf jeden Fall. Tja, das schauen wir uns immer an. Das wird interessant. Hamilton auf Weißen, dann auf Gelben, wie jetzt mit Hülkenberg auf Gelb und dann beide auf Weiß. Oh, na mal schauen. Ich darf auf jeden Fall keinen Übersprit mitnehmen, keinen Plussprit. Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel 1 Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa Romeo Podest. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert, denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Die knapp 5,8 Kilometer des Silverstone Circuit in Großbritannien sind ein heiliger Ort für alle wahren Formel-1-Fans. 18 Kurven auf einem ehemaligen Militärflughafen aus dem Zweiten Weltkrieg. Am Ende der DRS-Zonen auf Wellington und Hangar Strait gibt es die besten Überholmöglichkeiten. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über den Eismann. Was denkst du über Ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für Sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Der Eismann startet aus der Pole Position und daneben steht Nico Hülkenberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Sergio Perez und Ricardo. Ocon, Raikkonen, Verstappen und Sebastian Vettel. Leclerc, Gasly, Marcus Ericsson und Magnus. Grosjean, Stroll, Stoffel van Dorn und Sergei Sirotkin. Alonso und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Heimrennen für das Team. Es liegt an dir, heute alle zu beeindrucken. Mach uns stolz! Stimmt, da war ja was. Mit den vielen Heimrennen im Renault. Frankreich, Enstone, Hockenheim und Sao Paulo. Ich habe mich am Ende von Q2 gefragt, ob Alonso auf der 15 ist. Der ist in Q1 sogar hinter seinem Teamkollegen gewesen. Keine einzige Strafe. Und bei dem kleinen Klassement unten sieht man die einzige Auswirkung von Leerzeichen vor dem ersten Buchstaben von Mick, damit dieser Name angenommen wird. Aber ansonsten passt's. Rennstrategie hier. Wir sind... keine... 4,5 Sekunden schneller.
Mit personalisiert, aber nur durch eine andere Fahrweise. 4,5 Sekunden schneller. Ich nehme etwas weniger Sprit mit, und zwar 0,3 weniger. Ich bin ja ziemlich viel bei der Rennstrategie auf Fett gefahren. Angefangen von, ja, der Ausgang auf die erste DS-Zone bis hin zur Stow Corner. Und das ist schon mehr als die halbe Runde. Da fährt man auch verdammt viel Vollgas. Insofern werden wir auf jeden Fall was sparen. Eigentlich kann ich noch mehr gehen, aber ich will es immer nicht übertreiben. Also ja, 0,5 Tankrunden. Gut, am Auto muss ich nichts ändern. Das Wetter, ja, wir werden vielleicht Regen sehen. Und ansonsten heißt es, ja, heute heißt es die Position 1 verteidigen. Komme, was wolle, denn wir wollen endlich mal wieder siegen. Und das Safety Car sehen wir auch. Sehr wahrscheinlich sehen wir es im Rennen nicht. Hatten wir schon seit Ewigkeiten mehr. Ewigkeiten nicht mehr. Aber bei allem, hoffentlich bei einer Podiumsfahrt mindestens, wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ich war ja schon. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Heute fahren wir doch, bitte, bitte, es wird bestimmt nicht so kommen. Gegen Hülkenberg und gegen Bottas. Gegen wen fahre ich? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Van Dorn und Hülkenberg. Immer noch Van Dorn, den habe ich seit F1 2017 an der Backe bei der Frage, gegen wen ich fahre. Alonso schon disqualifiziert. Brandon Hartley auch. Rennstrategie. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 9 Runden. Wetterbericht. 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 Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Am nächsten brauche ich ja Hinterreifentemperatur. Seit Ewigkeiten haben wir mal wieder die weichesten Reifen am Start. Deswegen volle Modi. Oh, gerade noch rechtzeitig Gas gegeben. Da kam nämlich der Autopilotpunkt. Ey, Hülkenberg, nicht vordrängeln. Was er kann, können wir auch. Na, Aufnahme. habe ich schon mal gesagt, wie kacke ich Ghostgas finde? Man hat in seinem Cockpit nicht gestaubsaugt. Dieser unordentliche Hückenberg. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Jetzt müssen wir es auch gleich außen probieren. Gibt's gleich ein Safety Car? Zwei draußen. Na, der Wagen ist schwer. Daran muss ich mich jetzt noch gewöhnen. In den einzelnen Ecken. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Schweres Auto ist noch hier. Das vom Gaskin hat also noch nicht gereicht. Der wird es uns alles andere als einfach machen im ersten Stint. Der Herr Hülkenberg.
hätten wir das mal ziehen lassen müssen. Leicht wie sie mitgenommen, das klang lustig. Letzte Kurve und erste Kurve, das ist wieder eine große Chance für Hülkenberg. Weil das einfach überhaupt nicht meine Ecke ist. Erste Kurve geht schon, aber da ich in der letzten Kurve so kacke rauskomme, kann er in der ersten Kurve angreifen. Links ist noch kein Platz. Oh Mann. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Oh, der ist der weißbereifte Hamilton schon. Was macht denn der noch hier? Jetzt haben wir immerhin Windschatten. Wird mir schon nicht davonfahren. Bald gibt's ja auch DS. Da musste er in der Kurve korrigieren. Der Windschatten macht schon einiges her. Keine Frage. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Auf der Gegengeraden bin ich wieder vorbei. Wie der uns mit Funken beschmeißt. Ja, jetzt bin ich ja zu weit weg. Auch wenn wir Windschatten haben, das wird nicht einfach. Ohne DS, schwierig. Ich bleib jetzt mal fett, weil ich muss ja... Jetzt kommt ja meine Ecke, wo ich langsam bin. Ich muss irgendwie dranbleiben. Wie er mir davon döbelt, ey. Hamilton ist aber zum Glück auch ziehen. Das wird innen, das war kacke. Jetzt muss ich schnellstens wieder rankommen. Für die Hangar Straight. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1. Hat er nicht gereicht. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1,33,2. Status Konkurrent. Batterie ist derzeit auf P4. Der Unterschied beträgt 1,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichen rein. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1:33,1. Okay, ohne DS kann ich es vergessen, vorbeizufahren. Und ich werde kein DS bekommen, wie es aussieht. Der legt aber auch ein Tempo vor. Und wenn ich auf den härteren Reifen bin, macht er noch tendenziell mehr Meter gut. Oh oh. Vielleicht hindert mich auch Fett im letzten Bereich, vor allem in der letzten Kurve. Ich probiere es jetzt mal aufs Standard. Wenn ich hier Traktionsprobleme habe, dann bringt mir das Fettergemisch 0,0. Wenn du denkst, dass du es vorbeischaffst, schalte dein ERS auf Überholen. Ich will jetzt unbedingt DS haben. Brauche ich nämlich für einen Angriff auf Hangar Straight. Mist. Hamilton hält mächtig auf. Aber der wird ja nochmal richtig ankommen mit seinen gelben Reifen. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 0,9 Sekunden. Du verlierst pro Runde 3 Zehntel. Sie fahren mit alten Weichen rein. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,31,2. Jetzt haben wir der. Es ist noch näher dran als letzte Runde. Überholen reicht es aber, glaube ich, nicht, weil ich zu weit weg bin. Aber ich kann mich schon mal für die nächste Runde näher ranarbeiten.
Jawohl, zurückgeschlagen. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Nicht vergessen, hier den Heckflügel wieder zuzumachen, ohne zu bremsen. Sonst war es das vielleicht mit dem Rennen. So, jetzt hätte ich aber gerne mal DRS. Der Messpunkt aber schon viel weiter hinten. Na, immerhin. Jetzt haben wir auch schon mal einen etwas größeren Windschatten, aber noch mal minimal besser als letzte Runde. Zu früh in den fünften. Ziemlich kein Schwung mit Mist. Er bleibt vorne. Die wir einfach keinen Strom verbrauchen. Ich versuche mal mehr seine Linie zu kopieren. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Der Abstand von Hamilton ist nicht groß genug, das wird er alles noch zufahren. Können wir uns sicher sein, wenn Emma die weichen Reifen hat gegen Ende des Rennens. Aber auch krass, dass sie sich vor den Verfolgern halten kann mit seinen härteren Reifen ohne Windschatten, ohne DRS. Kommen wir nicht viel näher ran. An dieser Stelle. Nicht zu viel auf dem Rand stehen wollen, da habe ich nun mal ganz leicht gelupft. Diesmal mehr Schwung mitnehmen, auch wenn ich jetzt hier verliere. Die Gerade ist halt entscheidend. Näher dran, ja, aber es wird uns nicht vorbeibringen. Wir jagen den Teamkollegen. Vielleicht verbremst er sich ja mal, wenn ich ihn irgendwie provoziere. Das ist meine Hoffnung. Los, wir müssen da vorbei. Setze Überholen ein. Überholen. Ricardo jetzt hinter uns. Gutes Duell bisher. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,5 Sekunden. So nah war ich hier noch nie dran. Könnte hier aber auch blöd sein in der Kurve. So, nicht zu schnell hier reinsausen. Der Ausgang muss einfach nur verdammt gut sein. Jetzt können wir es am ehesten mal probieren. Das Schöne ist, ich bin vorbei. Das Blöde ist, wir würden uns jetzt noch mehr um die Ohren fallen, weil er gleich Windschatten DS hat, wenn wir überhaupt mal vorbeikommen würden. Besser, wir bleiben einfach in seinem Windschatten und sparen Sprit für einen Sprint auf weißen Reifen. Das ist das Vernünftigste, was ich machen kann. Ich kann jetzt immer noch maximal knapp vor ihm fahren. Mehr wird nicht drin sein. Der Stop kommt ja schon gleich. Dann setze ich jetzt mal keinen weiteren Sprit ein. Jetzt bin ich aber auch ganz schön weit weg. DRS noch bekommen. Perez jetzt hinter uns.
der Hamilton-Lot noch kommen. Und das wird ein dickes Ding werden. Das dicke da, das dicke Hamilton-Ding. Ich will es gar nicht sehen. Na, der S bekomme ich so nicht. Und bin auch jetzt zu weit außen. Wenn er aber reinkommt, sollte ich halt nicht so weit weg sein. Und das könnte schon diese Runde sein. Rennstrategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Dein Wenn er eher reinkommen will, diese oder nächste Runde. Dann kommt er wohl nächste Runde rein. Und bis dahin müssen wir wieder richtig nah rankommen. Auf eine Runde ja. Weiße Kästchen fast leer, aber die Gesamtladung passt. Ganz schön weit nach außen gekommen. Mist. Jetzt macht er gerade ein paar Sekunden gut. Hamilton wieder hinter uns, weil die schon reingekommen sind, ne? Aber selbst mit Windschatten und DS konnte ich Hülkenberg nur folgen, wenn ich auf dem fetten Benzin mich unterwegs war. Jetzt kommen noch so ein paar kleine individuelle Fehler hinzu, aber kann ich ja nicht das ganze Rennen so fahren. Obwohl ich jetzt nur auf Standard fahre. Ich spare gar nicht so übermäßig viel. Die Reifen geben noch einiges her. Hülkenberg wird, schätze ich, jetzt reinkommen. Nee, kommt noch nicht rein. Gerade wären wir auch bloß 11, dann würde man massiv im Verkehr stecken bleiben. Deswegen werde ich auf jeden Fall mit meinem Stop noch warten. Bis nicht mehr so viele dann vor uns sind nach dem Stop. Die Reifen geben das noch her. Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt einen Undercut mache, ja. Wäre schon schön, aber ich kann nicht nutzen, weil ich mitten im Verkehr bin. Deswegen sehen wir mal zu, die gelben Reifen länger am Leben zu halten, ehe wir sie abgeben. Am Leben halten heißt es nicht schon, wir fahren einfach länger. Punkt. Ich einfach keinen Strom verbrauche. Ich gehe schon massiv vom Gas, aber schaff's mit dem schweren Wagen im achten Gang immer noch nicht durchzukommen. Du musst diese Runde reinkommen. Nö. Das wär's, wenn Hülkenberg jetzt reingekommen wäre. Okay. Deinem Hintermann beträgt 13,6 Sekunden. Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 31,7. So wie wir. Hab aufs Lenkrad geschaut. Aktuell wären wir Fünfter.
Aber jetzt kommt Hülkenberg rein. Wir kommen in der Runde danach rein. So der aktuelle Plan. Strom gleich wieder bei plus minus, ne? Sprit, Entschuldigung. Der biegt jetzt ab, oder? Ja, der Reifenfasser Hülkenberg. Ich hoffe, er bekommt noch etwas Verkehr ab. Nico ist in der Boxengasse. Oh, ich war gerade bei plus minus null fast auf die Bestzeit gesehen. Wenn er keinen Verkehr hat, macht er auf uns gut. Mist, ich komme zu einer außen. Status Konkurrent. Der Abstand beträgt 43,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ein paar Informationen zu Alonso. Anscheinend ist das Problem... Jetzt ist Safety Car. Gelbe Flagge. Was, er hat mich schon fast überrundet. Okay. Auf der 2 kommen wir raus hinter Hülkenberg. Ne, hinter Hamilton. Noch vor Hülkenberg. Achso, Hamilton fährt immer noch auf den Weißen, ja klar. Aber der kommt dann noch angedüst mit seinen Gelben. So eine lange Boxengasse, ey. Ich habe mir sogar noch die Schnürsenkel, die ich gar nicht habe, gebunden. Los, los, los! Wir verbrauchen hier sogar Sprit. Hamilton vorbei, Hülkenberg noch auf der Streckenkarte. Ja, ist zu sehen. Das war unser letzter Boxenstopp. Vorsprung ausgebaut. Geplant. So, weiße Reifen auf Temperatur bringen, das fordert etwas Geduld. Ehe ich hier den Wagen beim Ausgang irgendwie verliere, weil Reifen noch zu kalt. Auch wenn der Rückstand gerade gut ist auf Hülkenberg. Leider zu gut für ihn. Erstmal Reifen temperieren. Er ist uns da schon eine Runde voraus, also wird er noch mehr Vorsprung gewinnen. Kimi hinter uns. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,55,0. 5,2, der erste Sektor war ja schon vorbei, so stimmt das schon. Sprit passt hier. Da fahre ich jetzt aber auf Standard erstmal einen kleinen Puffer raus. Hamilton wird ja auch noch ankommen. Sobald er gestoppt hat. Auf den Reifen bin ich tendenziell langsamer als Hülkenberg. Ob das wirklich so ist. Ich hoffe ja nicht. 5,2. Ich frage jetzt immer auf der Geraden hier, wo es DRS geben kann. Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,6 Sekunden. Oh. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit Die Reifen sind jetzt aber schon mal etwas besser temperiert. Ich hoffe, ich kann auch irgendwie aufholen, ohne das fette Benzingemisch. Ansonsten sieht es sehr düster aus, also 6,6 erstmal gespeichert. Ja,
Auto ist nur noch zu schwer, beziehungsweise Reifen zu wenig grippig. Immerhin der Mittelsektor war super. Ist zu spät angefahren. Hätte ich wieder nach Hülkenberg gefragt. Fahrer hinter mir. Brayken liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 15,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,31,8. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,6 Sekunden. Sie geblieben, fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 31,1. Wollte jetzt aber auch nochmal nach Kimi fragen. Zwecks Abstand, wenn jetzt nochmal ein Safety Car kommen sollte. Unter normalen Umständen kann ich so den Rennsieg vergessen, vielleicht nochmal auf gelbe Reifen gehen. Da wollte ich jetzt zumindest mal den Abstand herausfinden. Aber jetzt mal ein Safety Car, wer weiß, wie das Feld einfängt. Das ist zumindest eine Option. Ich bin halbwegs darauf vorbereitet, falls es noch rauskommen sollte. Deswegen mal kurz nach Kimi gefragt. Ja, nächste Runde muss ich hier wieder besser fahren, bitte. Hamilton jetzt drin, jetzt geht's los. Erst muss er die ganze Boxengasse hier noch fahren. Aber er hat gleich die gelben und kann loslegen. Also Flucht nach vorne. Hülkenberg, hilf uns, gib uns Windschatten. Wir müssen doch zusammenhalten. Ich will dich auch nicht von der 1 verdrängen, doch insgeheim schon. Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Mist, Hamilton hinter uns. Ach, vergrößert. Pro Runde 3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,31,1. Also wenn Hülkenberg nichts mehr passiert, dann fährt er die 1 nach Hause. Schade, Hamilton ist direkt vor der Gruppe rausgekommen. Etwas Sprit haben wir jetzt auch, oder? Hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 15,4 Sekunden. Klingt erstmal viel. Hoffentlich bleibt's viel genug. Na, zu früh abgebogen, kann auch in der Leitplanke enden. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,8. Das sind aber auch nur Kleckergewinne. 0,3 Sekunden jetzt mal in der letzten Runde. Wir haben zu wenig Runden, um das jemals aufholen zu können. Das macht die Reifen schmutzig.
0,55 Tankrunden, wa? Oh nein, der lädt dreht auch eine Bestzeit. Reifen wohl temperiert. Aber wir waren nicht viel langsamer als unsere Bestzeit. Das ist immerhin auch eine 30,6er. Jetzt kommt es weit nach außen. Fahrer hinter mir, noch lange nicht zu sehen. Hamilton liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 15,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,30,8. Er war sogar langsamer als wir. Sind die schon angefahren gewesen, aber dennoch müsste er so früh in seinem Stint schneller sein. Na, mir soll es recht sein. Dann ist wohl Platz 2 in Stein gemeißelt. Aber wir sind bereit, falls irgendwie ein Überrundungsproblem bei Hülkenberg auftritt. Dann müssen wir zur Stelle sein. Weiterhin noch beste der Mittelsektor, obwohl ich jetzt bloß auf hoch gefahren bin. Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,1 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,7. Und Fahrer hinter mir? Hamilton hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 15,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichen. Der kommt überhaupt nicht ran. Sind 3 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,31,2. Eine eventuelle Qualifying-Fahrt schon mit einberechnet bei den 3 Runden alten Reifen? Jetzt sogar auf Benzingemisch 3 noch auf Bestzeitkost gewesen. Nächste Runde fahre ich wieder auf Strommodus 5. Im Strommodus 5. Schöner Ausgang. Die erste 5 war 5,99. Jetzt wäre das Rennen beinahe schnell zu Ende gewesen. Ich hätte noch Benzinvorrat. Schön, dass ich auf den weißen Reifen aber konkurrenzfähig bin. Und leider hat Hülkenberg gegen Ende seines Stints einen zu großen Vorsprung gehabt und vor allem zu Beginn seines nächsten Stints zu viel rausgefahren. Fahrer hinter mir. Der fährt sogar noch weiter nach hinten. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 31,2. Vielleicht war ihm bewusst, dass er auf den gelben Reifen nicht weitergekommen wäre im Qualifying in Q2. Keine Ahnung, aber das ist ja wirklich gerade sehr erschreckend. Oder sind wir Renault einfach weiße Reifenmeister? Oder Rennreifenmeister? Hoppala. Er hat überhaupt keinen Verkehr, er kann ja frei fahren, das ist irgendwie seltsam. Na, noch ein Stück zu weit nach außen und es geht rund. So, jetzt nochmal die eigene Bestzeit schlagen, das ist gerade das Ziel.
Das hat zu viel anstellen, Mist. Ich will es aber ohne das Benzin schaffen. Kann ich den Motor schon über eine Tankrampe. Auf den weißen Reifen spare ich auf einmal keinen Strom mehr. So gefühlt, aber massiv Sprit. Gut, wir haben halt im ersten Stint am Ende die 0,6, die wir zur Rennstart weniger hatten, hatten wir dann wieder rein. Ja. Zu früh der fünfte. Mit mehr Leistung noch die letzten Kurven hier gut hinbekommen. Passt doch. Hülkenberg brauche ich aber keine Sorgen machen. Dafür sind wir einfach zu weit weg. Bestimmt legt er auch nochmal nach in den letzten zwei Runden. Macht die KI im Spiel ja auch gerne. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 16,4 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,30,9. Ich habe wirklich ernsthaft gedacht, Hamilton wird uns noch die Hölle heiß machen auf seinen gelben Reifen. Aber ganz im Gegenteil, er verliert sogar auf uns. Schön durch die Esses gekommen. 14. Ohne das fette Benzingemisch. Wenn ich die 14. jetzt nach Hause fahre, muss Hülkenberg die erstmal wieder schaffen. Hülkenberg hatte gerade Überrundungsprobleme. Hat auf jeden Fall einen Vorsicht. Nur ein Hülkenberg mit Überrundung. Ah. Hat er mich erschreckt. Mann, eigentlich hätte ich... Ah. Das war ein gemeiner Teamkollege. Sonne ist wieder verschwunden. Van Dorn liegt vor uns, das war kacke. Jetzt ist ein kleiner Wurm drin. Wir fahren noch fast 4 Runden. Fährt sich Hülkenberg auch die Nase leicht kaputt, deswegen müssen wir einfach dranbleiben. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,3 Sekunden. Du holst pro Runde einen Zehntel auf. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,2. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 16,5 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,30,9. Mit 30,9. So, auf der Geraden im WDS. Mal gucken, wie er Platz macht. Nicht die Nase noch abfahren. So weit, so schön Platz gemacht. Der nächste ist ein Sauber. Wird ja wohl Ericsson sein. Oder Leclerc hatte massive Probleme.
Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,8 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,3. Ja, ich weiß, ich frage immer noch zu früh nach, wenn ich den Knopf drücke. Bei Jeff, deswegen kommt es bei ihm nicht an, aber ich finde es immer so blöd, immer noch so blöd, dass man nicht sofort fragen kann, wenn man den Knopf gedrückt hat, dass man dieses Geräusch abwarten muss. Und nein, ich mache das Geräusch diesmal nicht mehr. Vorletzte Runde. Zu spät eingelenkt. Aber Gas rausgenommen, damit ich auf keinen Fall auf die Wiese komme. Nächste Runde werde ich den sauber vor mir haben, deswegen wird dann keine schnelle Runde drin sein. Schätze ich. Fahrer hinter mir. Ich sehe den Hamilton kaum noch auf der Karte. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann noch ganz leicht. 16,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1,30,8. Jetzt können wir auch nicht Strom verbrauchen. Das ist ja schon die vorletzte Runde. Ich hätte ihn so gerne noch auf der Geraden hinter mir, aber das ist wohl Wunschdenken. Oh, die halten ja wunderbar. Super, so heute sind sehr gut drauf beim Platz machen. Oh, Hülkenberg. So, jetzt haben wir. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was er gefahren ist, aber das gehört gleich noch verbessert. Also anstrengend, die Reifen sind noch Spitzenklasse. Es geht ja auch um ein teaminternes Duell. Das ist ja auch gewissermaßen ein Rivale. Der allererste. Ob sich die beiden Helikopter noch treffen? So, der weiße Balken wird nach links getrieben. Und jetzt kommt es weiter nach außen. Jetzt sich noch ausfallen. Der legt ja nochmal nach. Gute Arbeit. Du hast dich halt das Lenkrad doch mal still. Also die persönliche Runde nochmal aufgehübscht, aber Hülkenberg war es glaube ich nicht mehr, ne? Renault hat hier und heute eine grandiose Leistung hingelegt und sich ganz oben aufs Treppchen manövriert. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Monaco. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg.
sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Eismann vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Bei einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Renault hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Also Hülkenberg hat am Ende nochmal gezeigt, was im Renault steckt. Was für eine Fabelzeit, was der noch für Reserven hatte. Der ist ja mit halbem Gaspedal die ganze Zeit gefahren. Auch wenn ich meine letzte Runde noch richtig gut hinbekommen hätte, dann hätten wir dennoch 3-4 Zehntel Rückstand, schätze ich mal. Aber es ist auch ein riesen Arschtritt gegenüber Hamilton. Auf den gelben Reifen, wie auf den weißen, und wir dübeln dem davon. Also kann man so sagen, wenn wir auf den härteren sind und unseren Vorsprung nochmal deutlich ausbauen, ihm gegenüber, 5-6 Sekunden, das ist deutlich, wenn man die härteren Reifen hat, dann ist das schon eine klare Sache hier in Silverstone. Jetzt hat der Hülkenberg schon 4 Siege, wir haben bloß 2, aber wir liegen noch in der WM vorne. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ich das mit der KI-Fahrerstufe bisher so gut hinbekommen habe. Es gibt so ein paar Ausreißer, ich sagte nur Barcelona oder Baku, wo man noch anpassen kann, aber an sich läuft das schon ziemlich gut. Für eine zweite Saison, ja. Alle haben sie einen Stop hingelegt, bis Platz 14 auf jeden Fall. Auf der 4 landet Kimi, das war überraschend. Ferrari auf der 4, die haben sich ja auch verbessert zusammen mit Red Bull, aber Kimi hat den besten Red Bull geschlagen. Und dann kommt Perez auf der 6, das ist auch sehr stark. Ein Red Bull, ein Ferrari und ein Mercedes hinter sich gelassen. Der Abstand zwischen den beiden Mercedes, auch heftig. Ja, wo ist Vettel? Auf der 8 da. Auch ein... Ja, ein kleiner Abstand auf seinen Teamkollegen. Kann man schon klein nennen. Unser Abstand ist auch etwas kleiner, aber dass Hülkenberg noch an Reserve hatte. Autsch. Ricardo auf der 7, Vettel auf der 8, der andere auf der 9. Leclerc nimmt noch einen Zähler mit. Pierre Gasly geht punktlos raus, genauso wie Lance Stroll. Stroll war aber gar nicht so weit weg von den Punkten. Grosjean Ocon, ja, es ist nichts mehr. Grosjean Ocon, Sirotkin, Hartley, Magnussen, Ericsson, Van Dorn und Alonso ist ja der einzige Ausgeschiedene. Diese Saison haben wir in Silverstone komplett ein Einstopprennen erlebt. Und der einzige, der aus der Reihe tanzt, ist Hamilton. Ansonsten sind alle die gleiche Strategie gefahren, aber richtig. Da gibt es in der nächsten Saison noch was zu verbessern, dass alle gleich viele Stops fahren und zu jeder Zeit die gleiche Reifenfarbe. Leclerc und Ocon, Stroll, Ericsson und dann nochmal 2 Runden später. Dann die Mechanik bei Alonso, Bottas und Ricciardo. Vielleicht gab es da einen Nasenschaden, deswegen ist Bottas so verdammt weit hinten, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber nichts Bewegendes mehr, Rangliste. Schärfster Verfolger immer noch Hamilton. Dem haben wir nochmal 3 Punkte aufgedrückt. Aber wenn das nächste Rennen Hülkenberg wieder auf der 1 ist wie auf der 2, haben wir auch nur noch 10 Punkte Rückstand, Vorsprung auf Hülkenberg. Vielleicht schaltet er nochmal aus irgendwann, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Eieieiei. Bin mal gespannt, ob das jetzt bloß eine ganz besondere Strecke für Renault war. Gut, Mercedes hat sich als einziges Verfolgerteam, Ferrari, Red Bull haben sich ja verbessert. Mercedes hat sich nicht verbessert, damit stehen sie auch nochmal, da ist die Lücke zwischen uns und dem Rest nochmal etwas größer, weil Mercedes einen Vorsprung hatte vor den beiden. Aber mal schauen, andere Strecken könnte es auch wieder etwas anders aussehen. In Aserbaidschan war es ja auch, lief es ja wie geschmiert, das war ja das beste Renault-Wochenende, Rennwochenende, und dann gab es danach noch Rennwochenende, die liefen nicht so klar. Vettel und Kimi haben sich nach vorne gearbeitet. Wir haben jetzt 46 Zähler Vorsprung, Ferrari wieder vorbei an Force India, 5 Zähler haben sie Vorlauf.
Hülkenberg ist hinter uns gestartet. Er ist auch beim Start hinter uns geblieben. Wie schön das wieder aussieht, wenn die Hinterreifen qualmen. Das muss man Codemasters lassen. Hülkenberg nimmt die Bande nicht mit, die Leitplanke. Und wir bleiben vorerst vorn. Und wenn zwei sich streiten, dann sagt sich Hamilton, würde ich mich ganz gerne freuen. Bei Hülkenberg drehen die Hinterreifen auch ein klein wenig durch, aber nicht so schlimm wie bei uns. Ja, er hätte bei Kurve 3 ansetzen können, also er hat ja auch angesetzt. Aber das wirkte im Cockpit nochmal etwas deutlicher, als jetzt, wie man es gerade sieht, es wirklich war. Na, meine einzige Chance gegen Hülkenberg, das war leider zu lasch. Ich hätte die Kurve klar machen sollen. Jetzt im Nachhinein lässt sich das so einfach sagen. Aber hier hätte ich einfach Hülkenberg klar machen müssen. Du, ich bin vorne, ordne dich hinten ein. Aber habe ich in dem Fall leider nicht gemacht. Hier sieht man es nochmal. Vorbeigezogen, ich hatte fast eine ganze Wagenlänge Vorsprung. Hatte ich im Grunde sogar, aber dann fährt er außen vor und ist dann günstig für die nächste Linkskurve innen. Und da hat er die Tür einfach so zugemacht, wie ich es hätte tun müssen. Also, das kann ich mir heute auf jeden Fall ankreiden. Ich bin nach meinem versuchten Überholmanöver, bin ich zu lasch gefahren. Vor allem eben bis zum Boxenstopp. Bin ja schon eine Runde länger draußen geblieben. Aber das war auch ein sehr entscheidender Punkt im Rennen. Da habe ich zu viel liegen gelassen. Das hoffe ich, kann ich in Hockenheim ganz anders machen. Also das will ich anders machen, dass ich da einfach so lasch gefahren bin. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Also das war heute ein Heimspiel für unser Team. Die haben ihren Sitz in Großbritannien, in Ansdown. Und das nächste Rennen ist ein Heimspiel für uns und für Hülkenberg. Mal gucken, wer die Oberhand gewinnt. Und vorher schauen wir nochmal, ob wir den Wagen vielleicht hier und da noch etwas verbessern. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht wahr? Na, dieser Typ da vorne, dieser Hülkenberg. Aber ja, das Rennen war nicht verkehrt, wenn das irgendwie die Frage gewesen sein sollte. Es kam einfach alles zusammen, die Strategie, das Auto und natürlich meine Fähigkeiten als Fahrer. Hülkenberg ist vor uns ins Ziel gekommen, doch nicht so eine Antwort. Stolz, ja, aber ich glaube, ich brauche eine neue Vitrine für meine Trophäen. Oh. Es war ein guter Tag. Der Wagen macht auch für das nächste Rennen einen sehr guten Eindruck. Ist noch das Ansprechendste, was wir hier sagen können. Erzählen Sie uns doch, was da heute zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen passiert ist. Ja, Duell. Wir wollten beide den Sieg. Hülkenberg war besser. Er ist ein fantastischer Fahrer und hat mir einen klasse Wettkampf geboten. Wir fordern einander. Das war eine gute Show. Das Wort Show gefällt mir einfach überhaupt gar nicht. Wie es aussieht, war Ihr Rivale Ihnen heute überlegen. Klingt was ist passiert? Eher nach Showman. Er ist ein fantastischer Fahrer, den ich sehr respektiere. Den ersten Teil hatten wir schon. Sein Wagen hat die bessere Leistung gebracht. Das ist alles. Aufs Auto schieben. Danke für den Kommentar. Bitteschön. Eine Endplatzierung, die schnellste Runde vor allem. Hülkenberg führt mit einem Punkt. Er steht noch 0-4. Bottas liegt schon mal 4 Zähler hinten. Rennbonus von 161 und Teamziele-Bonus. Was war denn das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, die 30 Punkte, ja, stimmt. Stimmt, ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Wir hatten jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison die 30 Fahrermeisterschaftspunkte als Ziel. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Ja, mehr, weil Platz 1 muss her. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten.
Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Also den Lotus, den hatten wir ja schon mal, den 78er. Der Ferrari, das müsste der aus F1 2000. Ich sehe gerade, den Lotus hatten wir noch gar nicht. Wir hatten schon den 72er Lotus. Ja, einen 90er Ferrari gibt es gar nicht. Es gibt gar keinen 90er Wagen aus den 90ern. Wir haben jetzt noch den 78er Lotus, also aus dem Jahr 78. Dann den McLaren MP4-18 aus dem Jahr 82 und natürlich den Brawn Grand Prix aus dem Jahr 2009. Und vor allem, auf den freue ich mich am meisten, der 2003er Williams FW25. Bevor die Arbeit kommt, kommt das Vergnügen, deswegen... Das Team freut sich, dass du dein letztes Ziel erreicht hast. Die Entwicklung wird damit sicher schneller gehen. Und es sollte sich für dich bei der nächsten Verhandlungsrunde lohnen. Apropos nächstes Ziel. Kommt schon noch. Wir haben jetzt fast 2000 Ressourcenpunkte. Wir erwarten ja... zwei Verbesserungen, weil ich die Aero noch anschieben werde. Wenn ich die WM gewinnen will, muss ich auch hoffen, dass meine Konkurrenten dem Hülkenberg Punkte wegnehmen. Deswegen dürfen wir den Wagen eigentlich gar nicht mehr verbessern. Wobei, Reifenabnutzung, das bringt Hülkenberg gefühlt gar nichts. Da haben wir nochmal ultimativ. Also erstmal schiebe ich was an, was auf jeden Fall angeschoben wird. Der Heckabtrieb nochmal bitte. Kostet doch mal wie viel? Ach, steht er auch da, hier. In dem Fenster. Da. Neben entwickeln. Nochmal einen kleinen Frontabtrieb. Frontabtrieb ist immer gut. Die Gewichtsreduktion. Und dann haben wir noch über 800 Ressourcenpunkte, 832, wenn ich richtig liege. Eigentlich wollte ich mal wieder die Strapazierfähigkeit verbessern. Und eigentlich will ich ja nicht der Konkurrenz weiter entfliehen, ne? Wir haben ja schon zwei Verbesserungen, wenn alles glatt geht, beim nächsten Rennwochenende. Was empfiehlt denn eigentlich Karl? Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Den Luftwiderstand? Nee, überhaupt gar nicht. Spielt dein eigenes F1 2018, deine eigene Karriere. Stimmt, das dauert jetzt wieder 4 Wochen. Ah nee, die Gewichtsumverteilung. Stimmt, das war hier die Reifennutzung, die haben wir gar nicht mehr. Okay, dann machen wir hier nichts. Das bringt Hülkenberg einfach zu viel. Stimmt ja, das war das erste, was ich komplett ausgebaut habe. Da war ja was. Dann machen wir 2x Strapazierfähigkeit. Turbolader 711. Dann wär's das gewesen. Turbolader. Ich will der Konkurrenz nicht zu sehr entfliehen. Auch wenn ich das vor kurzem in Anführungszeichen gebrochen habe, mit nur noch einem neuen Teil anschieben von Rennwochenende zu Rennwochenende, dafür setze ich jetzt einfach mal aus. Deutschland, 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 Deutschland. Einmal groß, einmal klein, zweimal klein. Und die beiden gelben Teile, die merkt man jetzt nicht zwingend. Auf dem Leistungsdatenblatt. Wir brauchen noch andere Teile. Das nächste Rennen Hockenheim. Ersten Ungarn werde ich nochmal hier die 1 einbauen. Achso, ist schon. Der Energiespeicher. Ja, den nehme ich jetzt auch nur noch für Ungarn. Erstmal.
In Singapur kommt er bestimmt auch nochmal zum Einsatz. Aber bis Singapur ist es nochmal ein Stück länger. Weiter hinten. Getriebe wird ja nicht gewechselt, dann nehmen wir jetzt mal den Lotus mit. Eine Zeitfahrattacke. Danach wird die KI-Fahrerstufe angepasst. Muss die überhaupt angepasst werden? Nächste Rennen. Ja, wobei. Angepasst im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall. Aber wir fahren jetzt erstmal diesen Lotus. Hallo nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei einem der wenigen Events in diesem Jahr mit dabei sind, die keinen Einfluss auf die Weltmeisterschaft haben. Wir können uns also alle ein wenig entspannen und dabei zusehen, wie ein paar wundervolle Oldtimer auf der Strecke so richtig Gas geben. Ich habe gar nicht auf die Strecke geschaut, das ist ja Baku. 1978er Team Lotus 79. Die sind aber weit unten, die Spiele. So, Kopfhörer aufdrehen und einfach mal lauschen. Haben sich die Spiegel gerade hochgefahren? Boah, die Bremsen. Ja, das war der Bremspunkt von normalen Autos, von aktuellen Autos. Geht erst, wenn ich über die Linie fahre, okay. Ich glaube, ich werde eine Runde mehr als 2 Minuten fahren. Aber es geht einfach nur ums Erlebnis, vor allem den tollen Sound genießen. Deswegen werde ich jetzt mal weiter ruhig sein für den Rest. Wir lauschen wirklich mal bloß den Wagen.
Also ich muss sagen, ich wollte ganz bewusst jetzt nichts weiter sagen. Diese Heckansicht des Vordermanns, das sieht so genial aus und ansonsten gefällt der Magen. Diese Wagengeneration gefällt mir ansonsten nicht so sehr, aber dieses Heck, oh Mann ey. Und vor allem dieser Sound, um Welten besser als die aktuelle Formel 1. Allerdings, ja, es ist nichts mehr Neues. Wir hatten jetzt schon den 72er Lotus, den 76er Ferrari und auch McLaren. Und jetzt hatten wir auch noch den 78er Lotus und auch noch den 79er Ferrari. Also die ganze 70er haben wir jetzt durch. Die klingen alle gleich. Von 72 bis 79 ist jetzt nichts Besonderes mehr. Mal gucken, wie der 82er klingen wird. Mal gucken, wie der 2009er Brown klingt. Und vor allem, wie der 2003er Williams klingt. Ich will nochmal den Wagen öffnen. Können wir bitte mal eine andere Ansicht haben? Hallo. Der Ferrari war bisher am hässlichsten, den wir in Singapur gefahren sind. Da sah die Nase einfach so schrecklich aus. Aber der Wagen, der geht schon. Ist ja auch Ende 70er. Die 80er Jahre gefallen mir schon. Die 90er gefallen mir sehr. Die 2000er gefallen mir auch sehr. Ganz besonders sehr, aber der ist schon nicht verkehrt hier, der kleine Freund. Und irgendwie noch eine Nahaufnahme. Die Wagenposition, also die Fahrerposition im Wagen ist wirklich sonderbar, wenn man es mit heute vergleicht. Klar, der Kopf ist so frei, aber generell dieser, ich sag mal, Sarg, es gibt ja vorne, wo das Lenkrad ist, dann ja, so ein Sarg nach hinten gezogen, so eine Sargform. So eine herausstehende. Und generell, der Fahrer sitzt so weit vorne, hinten fehlt irgendwie die Airbox, die Lufthütze. So wie man sie heute kennt. Aber so sahen halt auch mal Formel 1 Autos aus. Es gab ja auch schon Formel 1 Autos der letzten Jahre, die auch ganz kacke aussahen und auch heute noch kacke aussehen. Das ist schon wirklich schade, dass hier so viel Schatten ist auf dieser Strecke. Im Sonnenlicht sieht das einfach besser aus. Jedes Auto. Gut. KI-Fahrerstufe muss eingestellt werden, Hockenheim. In der letzten Saison sind wir die 80 gefahren, da hatten wir die zweite Pole nach Spielberg und das war leider enttäuschend. Im Rennen war es dann zu Beginn nass und da ist uns der Ferrari davongedübelt, das war Vettel, ne? Und dann hatte ich ja noch meinen Nasenabfall, als es trocken wurde und in dieser Saison wollen wir auf der 92 fahren. 12 KI-Fahrerstufen weiter oben. Das macht die KI 12 mal 0,13. 1,3 plus 2,6. 1,56 Sekunden in etwa macht das die KI schneller. Also ich habe das schon mal probiert von KI-Fahrerstufe 80 zu 90 und von 90 zu 100. Die beiden und da war das im Schnitt ein Unterschied von 130 Tausendstel pro KI-Fahrerstufe. Weiß nicht, ob es heute noch ist mit dem letzten Update, aber das war noch im Herbst, im frühen Herbst. Na eher Mittelherbst, wir haben ja immer noch Herbst. Wenn die Folge herauskommt, dann vielleicht gerade nicht mehr, aber ist auf jeden Fall noch keine zwei Monate alt, mein Test. Anderthalb müssten hinkommen. Der Test von KI-Fachstufe 90 zu 100. Ja. 50, komplettes Qualifying und die Wochenendreifenaufteilung, die roten Reifen werden übersprungen, jetzt geht es wieder los. Aber da bleiben wir dabei, KI-Fahrerstufe 92, jo. Session starten, mal gucken, was alles klar geht. Anteilen. Bestimmt der Antrieb nicht. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber leider haben die es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Am besten gibst du am Arbeitsplatz an, was neu entwickelt werden soll. Der Antrieb. Ist aber auch nicht so verkehrt, dann haben wir keinen so großen Vorsprung.
Mercedes bleibt stehen und wird von Red Bull überholt und Ferrari verbessert sich weiter. Also jetzt kommt Ferrari richtig in den Schwung. Force India macht weiter Dampf. McLaren bleibt klar hinten laut Leistungsdatenblätten. Wir haben uns nochmal ein Stück verbessert. Zum Glück ist der Antrieb nicht gut gegangen, könnte man meinen. Aber was ist auf einmal mit Mercedes los? Genauso wie Ferrari, die elendig lange Durststrecke. Beim Antrieb noch auf der 1, weil Mercedes nichts gemacht hat. Dafür ist Ferrari jetzt auf der 2 und eben nicht weit hinter uns. Dann Red Bull und Sauber. Williams auf dem letzten Platz, McLaren auf dem drittletzten. Mercedes, Red Bull, Ferrari. Ferrari noch deutlich hinter Red Bull. Red Bull nicht so weit weg von Mercedes. Hinten McLaren, Haas und Toro Rosso. Red Bull, Mercedes, Williams, Force India. Via Ferrari. McLaren auf dem letzten Platz. Nun gut, nun gut, nun gut. Und die Strapazierfähigkeit weiter verbessert, das freut mich auch sehr. Da kann ich immerhin die Ressourcenpunkte irgendwie nützlich einsetzen, wenn ich schon nicht meinen knallharten Plan durchziehen kann. Das finde ich schon schade. Ich wollte eigentlich hier komplett auf die Abteilungseffizienz setzen. Währenddessen machen wir hier und hier noch weiter, wobei hier mittlerweile eher auf den Saisonwechsel warten. Aber hier vor allem, da habe ich mir schon eingegrenzt. Was denkt ihr, wie weit wir weg wären? Wir wären schon locker über die 800. Über, ich schätze mal, 850 wären wir schon hinweg, oder? Also über 800 auf jeden Fall. Auf dem Leistungsdatenblatt. Die Konkurrenz wäre bei plus minus null. Zustand heute. Aua! Also alles soweit in Ordnung. Und wie das beim Heimspiel so laufen wird, in Hockenheim, für Hülkenberg und für uns, also diesmal bloß das Fahrerheimspiel, das werden wir sehen. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.